Ja, ein weiteres grausames Detail, das sowohl dass ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte, ist der sogenannte freiwillige Zwang. Im nationalsozialistischen Österreich gab es ab 1945 die Möglichkeit für sogenannte Gewohnheitsverbrecher oder sogenannte Sittlichkeitsverbrecher, also Männer, die klassifiziert waren, diese dann grundsätzlich einer Zwangsheilkastration zuzuführen. Aber es konnten auch Männer, die nur nach 129 kein Bibelstudium waren, Gewohnheitsverbrecher konnten nur von einem Sondergericht verurteilt werden. Der normale Homosexuelle wurde von dem Wiener Stadt- und Landesgericht behauptet. Es konnten aber auch eben diese Männer, die nach 129 1b verurteilt worden waren, nicht nach den Gewohnheitsverbrecher-Paragrafen eine freiwillige Entmannung vornehmen, eine freiwillige Entmannung vornehmen lassen, in der Hoffnung auf Strafminderung oder als Ausweg vor KZ-Haft und Todesstrafe. Und als letztes möchte ich eben ein Fallbeispiel bringen von der Verurteilung des gefährlichen Gewohnheitsverbrechers. Wer den Standard der zum Wochenende gelesen hat, ist ein guter Fall für einen bekannt, von dem dort wurde er auch zitiert im Album. Ich möchte ihn trotzdem ausführen, weil es auch für mich persönlich einer der schlimmsten Fälle ist, die ich kenne, aus der Beschäftigung mit dieser Materie. Franz D. kam erstmal 1944 in Konflikt mit dem Gesetz, welchen eine Nachbarin denunzierte. Er sei ein Warner, sagte sie, und hätte auch gesagt, Zitat, ich verdiene damit dem Arsch mehr Geld als mit der Arbeit. Und mich kann der Hitler am Arsch stecken. Und der Hitler bekommt mich nicht zum Arsch. Das wäre eigentlich Führerbeleidigung. Nach der wurde er am Schluss nämlich nicht verurteilt, da die denunzierende Nachbarin nicht bereit war, diese Aussage vor Gericht zu beeilen. Nichtsdestotrotz, obwohl auch nur die Homosexualität und höher lagen, es gab keinerlei Beweis dafür in diesem Verfahren, wurde darauf nach § 129 1b verurteilt, allerdings nur zu einer bedingten Haftstrafe von 3 Monaten. Aber schon ein Jahr später steht er vor dem Jugendgericht. Sozusagen, er ist noch keine 20 Jahre alt, deshalb wird er vor dem Jugendgericht verurteilt. Und diesmal wird er wegen homosexueller Betätigung, also Unzug über die Natur, bestraft und zu 1 Jahr Sternenstrafe verurteilt. Über diesen Fall wissen wir nichts. Das wissen wir sozusagen nur aus den Folgeakten, denn der gesamte Bestand des Jugendgerichts ist vernichtet. Das Jugendgericht wurde bombardiert und ist auch ausgebrannt, deshalb ist das Jugendgericht aus der Einzelakte, die woanders einbringen, nicht erhalten. Das heißt, alle schwulen Männer, lesbische Frauen, die nach § 129 1b vor Gericht standen und unter 21 Jahren waren, wurden vor dem Jugendgericht behandelt. Über diese Fälle, über all diese Fälle wissen wir praktisch nicht. Und werden wir wahrscheinlich nie etwas erfahren. Franz D., der in kleinbürgerlichen Verhältnissen im 2. Bezirk aufwuchs, ich habe ihn mal in einem anderen Zusammenhang als kleinen Vaterstrich bezeichnet, der sich mit 6 gegen Windgeld und kleinen Dauerkameraden über Wasser gehalten hat, wurde 1943 kurz nach der Entlassung aus der Haft, aus dieser einjährigen Haft, er ist da gerade
sitze also nicht mehr vor dem normalen Innenstadt- und Landesgericht verurteilt, sondern vor das Sondergericht Wien gestellt. Und das kommt in einer Sitzung vom 10.11.1943 zu folgendem Urteil. Dies Handlungen seien, ich zitiere, der verwerflich in seine sittliche Halt- und Hemmungslosigkeit derart tief gehen, unbeeinflussbar und unverbesserlich, dass sowohl das Bedürfnis nach gerechter Sünde als auch der Schutz der Volksgemeinschaft die Verhängung der in § 1 des Gesetzes zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches vom 4.9.1941 bestimmte Strafe erfordert, nämlich die Todesstrafe. Das Urteil wurde am 7. Februar 1944 im Wiener Landesgericht mit dem Fallbeil vollstreckt. Eines der letzten Schriftstücke im Strafakt von Franz D. ist die Bestätigung, dass der als Beweisstück einbehaltene Rechtswecker an den ebenfalls wegen § 129 1b 1 ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wurde. All diese